Hey, grüß dich, hier ist Ralf von der Volkswolf und es ist schon ein bisschen her, dass ich das letzte Video aufgenommen habe, aber ja, ich möchte heute auf drei Videos, beziehungsweise vier, glaube ich, eingehen. Ich gucke mal gerade zu HR Fernsehen, zu Die Reporter, zu Y Kollektiv und Steuerung F. Und zwar geht es um die letzten Filmchen auf YouTube zu den Themen Network Marketing und das, was diese recherchiert haben. Und ja, das aus Sicht eines Menschen, der wirklich auch im Network Marketing aktiv ist. Und teilweise, ja, dem das Herz blutet bei diesen Recherchen. Und ja, warum ist das so? Ich habe mir da mal ein paar Aspekte rausgesucht. Und zwar in der einen oder anderen, also eigentlich in all diesen Recherchen, die ich hier unten drunter verlinke, wird immer das genommen, was so am offensichtlichsten ist, ja, mit denen Kontakt aufgebaut worden ist im Bereich Network Marketing. Bedeutet also, dass die Leute, die recherchiert haben, immer auf die großen Veranstaltungen von anderen erfolgreichen Networkern dann gegangen sind, wo es um viel Geld geht, ja, um das Versprechen, schnell reich zu werden und so weiter. Das Nummer eins. Oder halt, die haben sich immer die Leute rausgesucht, die das Blaue vom Himmel versprechen, was denn die Produkte können und sei es jetzt irgendwelche Kosmetika oder sei es irgendwelche Supplement-Geschichten oder was weiß ich nicht was. Und ja, das Dritte, was dann auch noch kommt, ist immer wieder die Erwähnung, dass sich das für alle gar nicht rechnen kann. Also es sind eigentlich mal diese drei Dinge, die jedes Mal in jeder dieser Recherche irgendwie versucht, nee, nicht versucht, sondern die zerpflückt werden sollten. Ja. Liegt aber auch daran, dass ja, die Menschen, die Network Marketing wirklich richtig gut betreiben, gelernt haben, was Verkaufen bedeutet und was das vorherige Filtern angeht. Ja, das möchte ich auch noch schon mal so also ein bisschen als Vorspiel dazu sagen. Das heißt also, auch da muss ich die Reporter als solches, also jetzt nicht den Kanal, die Reporter, sondern die, die die Recherchen betrieben haben, ein bisschen insofern in Schutz nehmen, dass die ja nur mal diese ganzen ominösen oder nicht seriösen Menschen, die so Werbung machen, eben auch immer als erstes kennenlernen wollen, die nur mal am lautesten schreien. Auf der anderen Seite kann ich die Menschen, die die Reportagen gemacht haben, eben auch nicht in Schutz nehmen, weil sie einfach nicht tief genug gegraben haben und nicht die wirklich guten Leute rausgesucht haben, die ebenfalls Geld verdienen, aber keinen anderen Menschen irgendeinen Blödsinn versprechen, sei es irgendwelche Heilversprechen mit Produkten oder halt irgendwelche Quick and Rich Systems. Okay? Gut, also diese drei Aspekte ganz kurz angesprochen und zwar guck dir die Videos bitte auch selber an, von vorne bis hinten. Die Reportagen sind super gemacht, sind super gedreht und gefilmt worden und so weiter. Alles gut, alles in Ordnung. Nur wie gesagt, es hat einfach ein paar Löcher und die möchte ich hier an dieser Stelle stopfen, in dem Sinne, dass nicht immer alle Leute im Network Marketing aktiv sind, über einen Kamm geschert werden. Ich selber habe seit über 10 Jahren ein Agenturgeschäft auch. Das ist mein Geschäftsbein Nummer eins. Zweitens, ich bilde Online-Marketing-Manager aus. Und drittens, ich bin mit meiner Frau zusammen im Network Marketing, dass du so ein bisschen Background hast zu diesem Projekt Erfolgswolf und mir als ja, Unternehmer in diesen Bereichen. Wenn du selber wissen willst, wie Network Marketing vernünftig aufgebaut wird, so dass du auch gar nicht erst in solche ominösen Reportagen überhaupt auftauchen würdest und trotzdem einiges an Geld verdienen kannst, je nachdem, wie lernwillig du bist, wie bereit du bist, auch dementsprechend dich selber persönlich weiterzuentwickeln. Unter dem Video habe ich außerdem noch ein kleines, also einen Link zu einem Bootcamp gemacht auf Erfolgswolf. Da kannst du dir gratis deine Coaching-Einheiten einfach holen und guck mal, welche Dinge du vielleicht noch falsch machst. Ja. Okay, aber Punkt Nummer eins. Kommen wir darauf zu sprechen. In diesen Reportagen geht es halt immer um die Duplikation oder das, was erwähnt wird. So, hey, ja, also, du musst zwei andere Geschäftspartner ins Boot holen und die müssen andere zwei Geschäftspartner ins Boot holen und die müssen. Bullshit. Ja, man muss überhaupt gar nichts in einem vernünftigen Network-Marketing-System. Wenn du ein wirklich gutes Network hast, dann reicht es dir auch aus, wenn du Kunden aufbaust. Und wenn du keine Kunden aufbauen kannst, dann sind entweder die Produkte scheiße, ja, oder du hast nicht gelernt zu verkaufen. Ja, vielleicht auch beides. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Es gibt ja auch genug andere Firmen, die dir Scheiße für teuer Geld verkaufen, aber gar nichts mit Network Marketing zu tun haben, oder? Ja, also frag dich das selber mal, ob du nicht schon längst über teure Produkte mal irgendwo anders auch gekauft hast, wo du hinterher gesagt hast, das ist eigentlich viel zu teuer. Ja? Aber das ist eine andere Geschichte.
Sondern es geht darum, dass du in einem richtig guten Network auch alleine mit einem guten Kundenstamm dein Geld verdienen kannst. Konkretes Beispiel, eins unserer günstigsten Produkte, da habe ich ungefähr 20 Euro netto, wenn das jemand über meine Produktlinks kauft. Ja, und auch diese Verlinkungen, die man hat, das ist nichts anderes als Affiliate-Marketing, also reines Provisionsgeschäft im Internet, da ist überhaupt nichts Wildes dabei, das gibt es schon seitdem es Menschen gibt, Empfehlungsgeschäfte. Ja. Aber okay, also wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Kunden aufbaue, dann habe ich also auch ein Einkommen von roundabout 2000 Euro. Jetzt gibt es da wiederum Kunden, die bestellen auch manchmal halt ein bisschen mehr und dann brauche ich gar nicht so viele Kunden aufbauen. Aber es würde auch funktionieren, ja, mir einen Einkommensstrom aufzubauen, nur wenn ich vollen Fokus auf Kunden lege und eben nicht auf Geschäftspartner gehe. Ja, und deswegen stimmt dieses Bild, was außen nach außen immer getragen wird, was aber leider in vielen Präsentationen benutzt wird, der Duplikationsprozesse und Co. Es wird einfach benutzt. Ja, und man sagt, hey, guck mal, jetzt überleg dir mal, du hast einen Geschäftspartner und dieser Geschäftspartner, der ist auf einmal total gut und der holt andere 10 Geschäftspartner rein und die wiederum sind auch total gut und so weiter und so fort. Und dann wird halt ein Bild aufgebaut, was so in den seltensten Fällen auftritt. Und wenn du jemanden wirklich schulen möchtest, dass diese Person auch Kunden aufbaut, weil das ist immer so der Kern. Also ein guten Geschäftspartner erkennst du auch mal daran, dass er dich auch darauf trainiert, oder sie darauf trainiert, dass du Kunden aufbauen kannst mit den Produkten des Unternehmens. Ja, und wenn das nicht stattfindet, wenn du also nur in ein Network kommst und die zeigen dir, wie du wieder andere Leute reinholen sollst, ohne dass die Produkte eine große Rolle spielen und du die einfach nur selber konsumieren sollst und dann wird die Welt schon in Ordnung sein, dann kann ich hier auch nur wirklich sagen, sei vorsichtig, es ist vielleicht nicht das falsche Network, aber vielleicht ist es das falsche Team. Ja, das ist ja auch in einem Network-Marketing-Business so der Fall, dass man sich auch diejenigen Sponsoren angucken sollte, bei denen man einsteigt in das Geschäft. Okay, also das ist so Punkt Nummer 1, diese Mathematik, die da immer rausrufen, ja, und mit anderen Professoren der Mathematik gesprochen haben und im 7. Level müsste die ganze Weltbevölkerung im Network-Marketing sein. Meine Güte. Haben sich die Pläne, die Kompensationspläne nicht wirklich angeguckt. Es gibt viele Wege, ohne dass jeder einzelne Mensch wiederum 2, 3, 4, 5 oder wie auch immer aufbauen kann. Außerdem gibt es Matrix-Systeme, es gibt Volumensysteme, es gibt binäre Systeme und. Das ist mathematisch nämlich alles gar nicht so einfach, wie die Provisionen abgerechnet werden und so, wie das da immer dargestellt wird. Aber dazu mache ich jetzt erstmal meinen Haken dran, wenn du selber Erfahrung schon im Bereich Network Marketing gesammelt hast und was Provisionen angeht und so weiter, ob du was verdient hast oder nicht verdient hast, ist es wie immer, es gibt Leute, die bewegen sich überhaupt nicht oder werden halt nicht geschult, dann verdienen die auch kein Geld. Ist aber auch wie im Arbeitsmarkt, wenn du eine faule Sau bist und du bewegst deinen Arsch nicht, dann wirst du rausgeschmissen vom Unternehmen. Ja, oder du bist in einem Riesenunternehmen und da fällt es nicht auf, dass du deinen Arsch nicht bewegt hast, aber wirst trotzdem nicht in die Spitzenposition kommen. Ja, und so ist das auch im Network Marketing. Ja, faule Menschen sterben arm in der Regel. Aber da will ich jetzt wieder gesagt gar nicht weiter drauf eingehen. Nummer 2 ist halt, dass einfach die Versprechen da sind. Ja, die Geldversprechen durch Riesenpartys, durch Shows und durch dicke Autos und was weiß ich, Riesenvillen und durch meine Güte, alles Leute, die dicke Rolex-Uhren um Arm haben, ob es jetzt eine Rolex oder Hublot oder wie auch immer, ich will hier keine Werbung machen oder wie auch immer, oder Anti-Werbung, keine Ahnung. Ja, also es geht darum, dicke Uhren irgendwie im Handgelenk, die irgendwie Reichtum symbolisieren sollen oder wollen, wie auch immer. Auch da, wenn du einen Geschäftspartner hast, dann macht er in der Regel nicht ein auf dicke Hose, sondern wenn es um ein Geschäft geht, na, dann geht es halt auch darum, die Zahlen auch wirklich sprechen zu lassen und auch wirklich mal zu sagen, hey, guck mal, wenn du ein Geschäft mit mir aufbaust, dann rechne damit nicht, dass du in 14 Tagen hier das Millionen-Business hast. Du hast zwar den Schlüssel, weil du wie in einer Art Franchise jetzt loslegen darfst. Also du hast eine Lizenz, Geschäft zu tätigen und Produkte zu verkaufen und auch noch eine Struktur für dich aufzubauen. Das heißt, den Schlüssel bekommst du und du bekommst auch ein Trainingsprogramm dahinter. Aber inwiefern du, in was für einer Geschwindigkeit du lernst und dich persönlich auch weiterentwickelst und die Methoden wirklich anwendest, die das jeweilige Grundunternehmen dir ans Herz legt zu tun. Und da sind eben nicht irgendwelche Dinge dabei mit, versprich den anderen Leuten schnell reich zu werden und von wegen unsere Produkte heilen Krebs oder ähnliche Geschichten.
Ja, das würdest du von einem Grundunternehmen und so niemals kommuniziert bekommen. Ne? Sondern es sind die Beweggründe, warum Menschen etwas tun. Ja, warum habe ich 3 Geschäftsbeine? Ja, warum habe ich eine Online-Agentur aufgebaut? Warum bin ich Ausbilder freiberuflich? Warum habe ich mit meiner Frau das Geschäft im Network gestartet? Es hat damit zu tun, dass wenn uns mal irgendwas wegbricht, ja, nehmen wir hier bei Corona-Zeit und Co., ja, dass man auch andere Einkommensströme hat, die einen auffangen können. Warum macht man das? Ja, damit man seine Familie absichern kann. Warum möchte man seine Familie absichern? Das kannst du dir selber ausmalen. Ja, das sind völlig menschliche Beweggründe, warum die Leute auf der Suche sind, sich einen zusätzlichen Einkommensstrom aufzubauen. Da muss man jetzt nicht mit Millionen um die Ecke kommen. Ja? Wenn du allerdings mit einem anderen Millionär sprichst, der sowieso schon diese anderen Dinge wie Sicherheit und so weiter für sich fertig hat, klar würdest du da anders kommunizieren. Ja, aber da geht es dann halt auch um höhere Werte und das muss halt auch greifbar sein für den Menschen. Und von daher finde ich immer, haben die in diesen Reportagen und so weiter vollkommen recht, dass es sehr, sehr, sehr oft absolut überzogen ist, was da in Präsentationen und so weiter vorkommt. Ja, meine Frau und ich haben in 2,5 Monaten unsere Starterpakete amortisiert. Ja, in 2,5 Monaten. Wir sind beide mit einem Starterpaket von roundabout 1.000 Euro eingestiegen. Wir haben in 2,5 Monaten das Geschäft amortisiert. Mein Agenturgeschäft war erst nach 5 Jahren amortisiert. Hat es mir geschadet? Nein, das ist aber Business Mindset. Ja, also du musst auch bereit sein, den Weg zu gehen und Investitionen aufbringen zu können. Und ja, da ist nämlich auch wieder so der Hase im Pfeffer begraben, oder heißt das so? Ja. Das heißt, wenn man Menschen etwas verspricht, die jetzt selber gar kein Geld haben und sollen dann auch noch, und das ist ganz gefährlich, irgendwie jetzt noch zusätzlich Schulden aufnehmen und ein Geschäft zu starten, auch solche Mittel werden teilweise empfohlen zu tun, dann sind das halt wirklich gar keine seriösen Dinge, wirklich nicht. Gut, last but not least, das dritte, das sind die Health Claims. Also ob es im Kosmetikbereich ist, ne, du wendest hier die Wundercreme an und zack, bist du in 2 Stunden wieder schön, ich überspitze ein bisschen. Ja, oder aber du nimmst diese eine Wunderpille und wumm, alle deine Krankheiten sind weg und du kannst fliegen. Ach nee, Moment, dafür sind andere Getränke da, ne? Naja, anyway, also, auch solche Sachen, natürlich Health Claims, ja, es ist oft, wenn man jetzt an Health and Wellness Unternehmen denkt, ich bleib mal bei Health and Wellness, weil das sind die meisten, weil einfach auch der Kuchen am größten ist. Ja? Network Marketing sind Health and Wellness Unternehmen einfach sehr, sehr, sehr stark vertreten. Es gibt aber auch andere, es gibt auch Staubsauger, es gibt Töpfchen-Dinger und es gibt auch so Dildo-Networks gibt es auch und so weiter. Alles gut. Aber Health and Wellness als solches, wohl Dildo, müsste eigentlich auch zu Health and Wellness gehören, ne? Nein, anyway. Auf jeden Fall gehört Health and Wellness einfach zu den größten Märkten, wo man sich einen Teil abschneiden kann, weil einfach auch so viel Nachfrage besteht. Und da fange ja nicht jetzt an, irgendwie mit solchen Dingen zu arbeiten. Hey, nimm diese Pille und dein Krebs ist besiegt oder sowas. Macht keinen Sinn. Erstens, du gibst den Leuten zwar Hoffnung und ja, wir wissen auch, es gibt diese Effekte, ne, die sind auch durch Studien belegt, dass wenn Leute eine Pille genommen haben und dachten nur, sie werden gesund, es teilweise funktioniert hat, dass sie gesund werden, weil sie daran gedacht haben. Aber inwiefern das mit dem Hirn zu tun hat und so weiter, ist halt noch nicht zu Ende erforscht. Ne, der Placebo-Effekt, ne, das ist das, was du mal googeln kannst, Placebo. Na, sowas kann halt auch funktionieren. In den meisten Health- und Wellness-Unternehmen geht es halt um Nahrungsmittel, ja, die empfohlen werden und eben keinerlei Medizin. Ja, und auch das sind wiederum Dinge, das musst du ein bisschen im Hinterkopf behalten und auch völlig normal übermitteln. Ein Beispiel hieraus von mir. Ja, wir sind in einem Health and Wellness Network ebenfalls tätig. Meine Frau, die ist Physiotherapeutin. Sie hat also schon Ahnung, was Körper, Geist, Seele und so weiter angeht. Ich selber war mein Leben lang mit Kreuzallergie und Tierhaarallergie unterwegs und konnte nie Äpfel, Birnen, Bananen, Nüsse oder sonstiges essen. Das heißt, ich musste sowieso schon mein Leben lang supplementieren. Ja, also Lebensmittel zu mir nehmen, die halt nicht in Reihenform verfügbar sind. Und jetzt gibt es halt die Möglichkeit, dass man das auch von einem Network-Marketing-Unternehmen für sich bestellen kann und gleichzeitig damit ein Geschäft machen kann. Das heißt also, diese Produkte, die ich nehme, sind mein Supplement für Vitamine, Mineralstoffe und so weiter und so fort, die ich sonst nicht zu mir nehmen kann. Und das kann ich auch wiederum anderen Menschen mit bestem Wissen und Gewissen weiterempfehlen. Es ist Nahrung, die sonst nicht in den Körper gelangen würde und ansonsten müsste ich mich mit irgendwelchen Pharmazeutikern zuschmeißen, wenn ich krank werde.
habe ich keinen Bock drauf. Okay, dann nehme ich lieber die Dinge, die Supplements sind, aber halt einfach Nahrung sind. Ja? Dann, ja, wie gesagt, das sind so die drei Sachen. Du brauchst also Menschen nicht irgendwie auf den Zeiger zu gehen. Und vor allen Dingen kannst du mit Online-Marketing-Maßnahmen heutzutage, mit Sales-Funneln und Co., kannst du wunderbar die Zielgruppe vorher ausfindig machen. Du kannst sie vorher auf dein Angebot mit einem Hook zunächst einmal aufmerksam machen. Und nur die Leute, die darauf reagieren, die holst du auf eine weitere Information und filterst sie ein bisschen weiter. So dass die Leute, die viel Meinung, aber wenig Ahnung haben, einfach weggefiltert werden. Und so hast du hinterher auch keine Zombie-Kunden oder Zombie-Geschäftspartner. So nenne ich die einfach immer. Ja, also so, wenn du wissen willst, wie das geht, auch das verlinke ich dir unten drunter nochmal in einem kleinen Bootcamp auf Erfolgswolf. Da kannst du reingehen und dann bekommst du ein paar Videoeinheiten. Immer so ein paar Tage. Ja, kommt, machst du einfach die Lektion einfach nach. Und ja, dann kannst du auch dein eigenes Network Marketing völlig professionell aufbauen, ohne irgendwelche Drückerkolonnen-Methoden. Ja, guck dir die Reportagen auf jeden Fall an, auch wenn du im Network Marketing bist oder halt du nicht im Network Marketing bist und du willst noch mehr kritische Meinungen haben und so weiter. Ich kann dir nur empfehlen, geh mit offenem Mindset daran. Ja, auch das, was da immer gezeigt wird, das ist alles ziemlich hochgejubelt. Und es zeigt wirklich nur eine Seite der Medaille. Weil die andere Seite der Medaille von den Leuten, die wirklich hart an ihrem Geschäft arbeiten und sei es nur ein paar tausend Euro nebenbei verdienen, ja, eben nicht Millionäre oder so sind, ist das trotzdem eine sehr, sehr schöne Option, um teilweise, oh, und wenn es nur 100 Euro sind im Monat, ja, zusätzlich, oder 200 Euro, gehen wir noch weiter runter, ja, mach doch mal 100 oder 200 Euro nebenbei in einem Monat. Ja, mein Gott, auch ein schöner Urlaub im Jahr, oder? Es müssen ja nicht immer Millionen sein. Okay, jetzt habe ich lange genug gequatscht. Das sind meine Meinung dazu, zu diesen Reportagen unten drunter. Ich kann, wie gesagt, nur ans Herz legen, diese anzugucken, um dir dein eigenes Bild zu machen. Und dann würde mich mal interessieren, wenn du das gemacht hast, wie deine Meinung auch zu meiner Meinung ist. Und das pack einfach unter die Kommentare oder in die Kommentare hinein. Und jetzt will ich auch gar nicht länger quatschen. Ich bin für heute raus. Mein Name ist Ralf von der Volkswolf. Ich bin tot, kann aber damit leben. Tschö mit Ö.